Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Lebensmittelhändler oder Bäcker. So, war richtig lecker. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Total easy und super lecker. Die Reste packe ich jetzt ein, damit Mirko auch noch was hat, wenn er wieder unterwegs ist. Der ist jetzt auf dem Nachhauseweg. Crockpot läuft schon, damit es auch was Leckeres zu essen gibt, wenn er nach Hause kommt. Und ansonsten haben wir heute was vor, ne? Ja, wir bereiten heute was vor. Sagen wir aber noch nicht. Zeigen wir dann. Und du? Freust du dich? Du willst schon wieder raus, ne? Aber wir waren gerade ganz lange draußen. Und du hast ganz viel gespielt. Kannst jetzt mal eine Pause machen. Right. So, es geht los. Ich sehe heute Samen aus, Tomatensamen. Ich habe letztes Jahr noch von der Ochsenherztomate Samen genommen und von der Ananastomate. Und ich habe noch ein paar Tomatensamen vom letzten Jahr übrig, die ich noch nicht verbraucht habe. Jetzt muss ich erstmal die kleinen Patties in die Form packen und dann wässern. Joa. Und dann kommen die Samen rein. So, ich musste jetzt ein bisschen improvisieren, weil die Pads, die ich bei Amazon nachbestellt habe, nicht die richtige Größe für das Unterteil hatten. Die waren ein bisschen zu groß, aber wenn wir eins haben, dann sind es Eierkarton jahrelang gesammelt. Hier habe ich so ein paar kleinere, die Simo-Tomate, die Ambrosia und die Black Plum. Da habe ich meine geliebten Ochsenherztomaten drin. Und hier die Ananastomate. Ich habe überlegt, ob ich noch mehr pflanze, aber ich warte erstmal, ob die was werden, ob die keimen. Und wenn nicht, kann ich immer noch mal, habe ich noch ein paar Pads übrig und kann immer noch mal ein bisschen nachsäen. Ja, stehen jetzt hier am Fenster und kriegen jetzt einen Deckel auf, Gewächshausatmosphäre. Dann geht es ein bisschen schneller. Erwischt! So, wir sind jetzt im Büro. Ja, Büro. Und ich kümmere mich jetzt um das Kükenheim. Wir fahren nämlich nachher die Küken abholen. Und dann habe ich mir hier bei Amazon so ein Playpen, ein Doggy Playpen für Hunde geholt. Gab es leider nur noch in rosa in der Größe. Aber ist ja egal. Und weil das aber ganz schön rutschig ist für die Küken, habe ich hier so eine Unterlegmatte, damit die besser laufen können. Und die werde ich jetzt mal zurechtschneiden, in Form bringen quasi. Dann kommt noch Streu rein, dann kommt die Wärmeplatte rein, die muss auch schon angeschlossen werden, damit die schön vorheizt, damit die auch warm ist, wenn die Küken da sind. Ah, ihr seid so neugierig. Wasser werde ich fertig machen mit Elektrolyte drin. Futter werde ich schon reinstellen. Und dann gehen wir uns draußen noch mal zwei, drei Äste suchen, die wir da auch noch reinlegen können. Und das Schöne an diesem Teil ist vor allen Dingen, das Schöne ist, dass man das hier öffnen kann. So. Und dann kann man so an die Küken ran. Wenn man nämlich von oben kommt, löst das immer gleich den Fluchtreflex aus und macht die ängstlicher und nicht so schnell zutraulich. Habe ich mich belesen. Und wenn man von der Seite rein kann,
Dann kann ich einfach so meine Hand hinhalten mit Futter drin und dann können die ganz entspannt, ohne Gefahr von oben, Futter picken und gewöhnen sich schneller an die Hand und gewöhnen sich schneller an mich und vielleicht auch an dich. Ja. Und was ist mit dir? Hallo. Hallo. Ja. Oh, jetzt kommt ja alle kuscheln. Ja. So, jetzt müssen wir aber mal anfangen. Wir fahren nämlich bald los. Und bis dahin muss alles fertig sein. Einmal zurechtgeschnitten. Unter erschwerten Bedingungen. Du musst immer eure Nase überall. Überall dran haben. So, jetzt Streu. Die lasse ich ein bisschen frei, da kommen. Mann! Da kommen Tränke und Futter hin. Genau. Jetzt haben wir die Wärmeplatte. So, Platte ist angeschlossen. Ich habe sie erstmal auf einer Höhe. Hinten ist sie ein bisschen tiefer als vorne. So können die Küken sich aussuchen, wo sie hingehen, ob sie ein bisschen mehr Hitze brauchen oder ein bisschen weniger. Schokette, Nase raus. Kann ich denn das hier? Kann ich da rein? Was willst du denn von mir? Sie haben meine Aufmerksamkeit. Da kommen neue Babys, da bin ich abgeschrieben. Oh mein Gott. Das soll mal mein Baby bleiben. Jo, ist gut. Ist doch gut. Ist doch gut. So. Jetzt noch Wasser und Futter und Baum. So, Platte ist an. Hab hier zwei. Du hast schlecht geschlafen, der gefällt mir. Zwei Stöcker, verschiedene Größen beziehungsweise Durchmesser. Da haben wir Wasser mit Elektrolyte. Kükenfutter. Jo, jetzt können sie kommen. Hier oben kann ich übrigens auch zumachen. Na? Alles gut. Wenn ihr jetzt so Küken seht, ist das eine optische Täuschung. Das sind Bielefelder Hühner. In Bielefeld gibt es ja nicht. Genau. Hallo, willkommen in der Familie, würde ich mal sagen. Ja, drei Hähne, sieben Hennen. Die Hähne sind die mit dem weißen Pups und die Hennen mit dem Streifen auf dem Rücken. Macht zu, dem wird kalt. Na, sag mal. Oh, hier ein Küsschen von Sam. Hast du gesehen? Gar nicht wohl. Nee, ich habe natürlich nicht gesehen. Sugar. Du hast erstmal schon die ersten drei verspeist. Oh Gott, ein Mädchen. Ups. Erstmal direkt ersoffen. Na, schmecken die? Bleib da. Sam, mach mal Sitz. Sam, Sitz. sitz. Good Good boy. boy.
Noch ein Häschen. Klingt auch so. Zähne zurück. Und ein kleiner Hahn. Gucke mal. Oh, gucke mal. Ein kleiner Hahn. Was, die Hähne gefallen dir nicht? Aber die Hennen schon, oder was? Guter Junge. Ja, fein. Schon mal voll gekostet, oder wie? Vielleicht hätten wir sie vorher mal füttern sollen. Muss ja nicht so rumwechseln. Gute Idee. Sam, entspann dich. Und wieder ein Mädchen, der sich fragt, woher ich weiß, was Mädchen und was. Hast du da vorhin schon im Auto gesagt? Junge ist. Mit dem weißen Pups und genau. Großen Bion. Bielefelder Kennhühner sind das. Das heißt, man kann ab dem ersten Tag sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Oder wie man in Fachkreisen sagt, ein Hahn oder eine Henne. Frühstück oder Mittag? Guck mal, ihr habt hier übrigens eine Wärmeplatte, wo die kleine Dame jetzt drunter steht. Ja, geh mal rüber. Kleiner Hahn. Ja, prima. Boy. Auch gucken. Gucken. Sugar. Ja, auch. Das wird das Thumbnail für das Video. Großfall. So ist prima. Ja. Für Sugi ist das eher Essen. Oder Spielzeug. Weiß es nicht so genau. Und da kann man schon den Unterschied sehen. Der Hahn. Der Hahn ist letzte Woche geschlüpft, der ist jetzt eine Woche alt. Und hier vorne die kleine Henne, die ist von gestern. So ist prima. Gute Maus. Ich bin müde. Was habt ihr gemacht die ganze Zeit? Party gefeiert? Oh. Entspannt. Sehr entspannt.